Ja, ich bin gebeten worden, mal ganz kurz was zu Konrad Lorenz und seinem Theorem der Aggressivität des Menschen zu sagen. Das mache ich natürlich gerne, aber ich werde das jetzt hier in diesem Video relativ kurz und knapp halten, so ungefähr 10 oder 15 Minuten vielleicht, um so einen ganz kleinen Einblick zu geben. Bevor wir jetzt da reinstarten, mal ganz kurz vergegenwärtigen, worüber sprechen wir hier überhaupt, wenn wir über Aggressivität sprechen. Okay, ich glaube, es reicht schon. Ihr habt schon verstanden, worauf ich hinaus will. Ihr kennt ja die Beobachtung wahrscheinlich, dass Menschen, die so normalerweise völlig normal aussehen, dass die in bestimmten Situationen völlig abdrehen und dann auf einmal aggressive Verhaltensmuster zeigen, die man denen vielleicht sogar nicht zugetraut hätte. Also normale Menschen rasten dann im Auto, am Lenkrad dann auf einmal total aus und zeigen da Verhaltensmuster, wo man sich denkt, was ist mit denen denn jetzt los? Konrad Lorenz muss solche Verhaltensmuster eben auch beobachtet haben und er hat sich wahrscheinlich gefragt, wo kommt das eigentlich her? Ein Verhaltensmuster, was ja auf den ersten Blick so wahnsinnig destruktiv zu sein scheint, das muss doch einen evolutiven Nutzen haben. Ansonsten wäre das doch sicherlich vor langer, langer Zeit schon verschwunden. Und Lorenz hat sich dann vermutlich Gedanken gemacht, was könnte denn dieser evolutive Nutzen von Aggressivität sein? Für was ist das jetzt eigentlich gut? So, dieser Frage möchte ich jetzt hier kurz nachgehen in dem Video und dafür nutze ich jetzt mal eine Folie von früher, die ihr vielleicht aus einem anderen Video schon kennt. Und zwar diese hier. Augenblick, ich mache mich mal selbst kurz ein bisschen kleiner. So, diese Folie hier, die habe ich aus dem Buch Verbale Kommunikation von Sven Sager und die Abbildung selber ist aber von MacLean. MacLean liefert uns hier so eine schematische Darstellung des menschlichen Gehirns. Und wie man sehen kann, besteht das menschliche Gehirn hier aus insgesamt drei Schichten, die alle einer anderen evolutiven Phase zuzuordnen sind. Wir haben hier das Reptiliengehirn beispielsweise. Das ist die evolutiv gesehen älteste Schicht, die zuerst entstanden ist. Und dann haben sich so im Laufe der Evolution dann später weitere Schichten darum herumgelegt. Und diese weiteren Schichten, sagt MacLean, die haben eben die Leistungsfähigkeit, also die Verhaltensprogramme und die Wahrnehmungsfähigkeiten des Gehirns extrem erweitert. Und da schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf, was sich eigentlich jetzt aus diesem schalenartigen Aufbau des Gehirns und seiner Evolution ergibt. Gut, los geht's. Schiebe ich mal noch ein bisschen mehr so an die Seite, dass der Text besser lesbar wird, denn ich glaube, es ist wichtiger, dass ihr den Text lesen könnt. Okay. Also der innerste Kern dieses Gehirns, das ist das sogenannte Reptiliengehirn. Im Reptiliengehirn finden wir vor allem Verhaltensprogramme, die mit Flucht zu tun haben, die mit Kampf zu tun haben, mit Nahrung und Sexualleben und sowas, ne? Also die ganz essentiellen vitalen Lebensfunktionen des Organismus, die sind hier abgedeckt. Diese Verhaltensprogramme, die sind sehr festgefügt und starr, das heißt, die können nicht durch Lernen groß verändert werden. Die sind so, wie sie sind, also angeboren weitestgehend, und die können auch nicht gelöscht werden irgendwie durch Erziehung, sondern die können lediglich unterdrückt werden. Gut, was noch? Wir haben hier in dieser Schicht so drei Kernemotionen auch verankert. Und das sind Lust, Aggressivität und Angst. Und jetzt seht ihr wahrscheinlich schon diesen Zusammenhang. Also die Aggressivität beispielsweise, die gehört zum Kämpfen, die Angst gehört zum Fliehen und zum Fluchtverhalten und die Lust gehört zum Beispiel zum Sexualverhalten, aber auch eben zum Nahrungsverhalten. Also Fressen ist auch ein Lustprinzip. Ne? Okay, jetzt fragen wir uns einmal ganz kurz, wo ist denn da jetzt eigentlich dann der evolutive Nutzen an einem Verhaltensprogramm, das eben Kampf und Flucht beinhaltet? Das sind ja Konkurrenzprogramme. Dazu müssen wir uns mal ganz kurz so spieltheoretisch fast vor Augen halten, was kann eigentlich passieren, wenn jetzt zwei Individuen einen Lebensraum gemeinsam bewohnen, in dem bestimmte Ressourcen, also zum Beispiel Nahrung, Sexualpartner, versteckte Nistplätze, wo diese Ressourcen also nur begrenzt vorhanden sind. Da gibt es drei Möglichkeiten. Also stellen wir uns mal die Möglichkeit 1 vor. Diese beiden Individuen, die treffen jetzt halt in diesem Habitat aufeinander und die kennen keinerlei Kampf- oder Fluchtverhalten. Was würde passieren?
würden jetzt so lange in diesem Habitat koexistieren und eben an dieser Nahrungsknappheit beispielsweise leiden, bis beide dann zugrunde gehen und damit dann die Art quasi aus diesem Habitat verschwunden ist. Das ist nicht im Sinne der Evolution. Ja. Das würde dazu führen, dass die Art dann eben verschwindet, und wenn das überall passiert, dann würde die Art halt auch eben insgesamt raumübergreifend aussterben. Also das wäre die erste Option. Kein Kampf- und Fluchtverhalten würde zum Artaussterben führen. Okay. Was haben wir noch für Optionen? Stellen wir uns mal vor, wir geben jetzt diesen beiden Lebewesen, die ja jetzt aufeinandertreffen, Kampf- und Fluchtverhalten als Verhaltensmöglichkeiten. Ja. Was kann jetzt passieren? Also die beiden treffen aufeinander und die kennen jetzt eben Kampf- und Fluchtverhalten. Stellen wir uns vor, die kommen jetzt in dieses Kampfverhalten rein. Ja, und beide kämpfen, aber keiner flieht. Dann würde das dazu führen, dass die beiden dann so lange kämpfen, bis einer tatsächlich tot ist, also kampfunfähig ist, den Kampf verloren hat. Ja, und der Sieger würde dann eben das Habitat für sich komplett einnehmen, der andere wäre tot, und dann würden die Ressourcen aber reichen, um dieses eine stärkere oder überlebensfähigere Individuum zu erhalten und zu ernähren. Und dann hätten wir auf jeden Fall jetzt einen Überlebenden, im Gegensatz zum ersten Szenario, ja, vorher beide sterben würden. Ne? Also wäre schon mal ein großer Vorteil. So, jetzt kombinieren wir dieses Kampfverhalten noch mit der zweiten Ressource, nämlich dem zweiten Verhaltensprogramm, dem Fluchtverhalten. Jetzt treffen die beiden Individuen also wieder aufeinander, und jetzt haben wir die Situation, dass in diesem Kampf jetzt der eine dann in der Aggressivität bleiben kann und der andere, der merkt dann vielleicht, okay, also ich schaffe das nicht, diesen Gegner zu bezwingen, und dann schaltet er eben um von Kämpfen auf Fliehen. So, was wäre die Konsequenz daraus? Naja, ist ja eigentlich ganz klar, derjenige, der jetzt eben hier diesen Kampf aufgibt, der gibt dann eben auch dieses Habitat auf und wird dann eben verdrängt in ein anderes Habitat, wo vielleicht noch kein Konkurrent ist. Dass er sich dann eben neu erschließen muss, und da reichen dann aber hoffentlich dann die Nahrungsressourcen und die anderen Ressourcen dann eben aus, um auch dieses Individuum dann ein Leben zu erhalten. Das heißt, Kampf- und Fluchtverhalten hat sehr wohl einen evolutiven Sinn, weil es insgesamt dazu führt, dass zwar das Individuum ein bisschen mehr Ärger hat auf den ersten Blick, aber langfristig sorgt es eben dafür, dass mehr Individuen langfristig überleben können und die Art sich sogar in andere Reviere ausbreiten kann, eben dadurch, dass sie sich gegenseitig aus zu knapp gesichteten Revieren gegenseitig wegbeißen. Okay? So. Dann haben wir jetzt also verstanden, dass dieses Reptiliengehirn also Konkurrenzprogramme vor allem zu bieten hat, die dafür sorgen, dass die Individuen, die aufeinander stoßen, dass die Abstand zueinander einnehmen und eben dann so eine Ausdehnungsbewegung zwischen den Habitaten dann eben ausführen können. Ja. Führt aber auch dazu, dass diese Reptilien niemals zusammenleben und eine Gemeinschaft bilden können, weil die würden immer wieder in dieses Kampf- und Fluchtverhalten reinfallen. Vielleicht kennt ihr dieses Phänomen mit den Hahnenkämpfen. Ja? Bei Hahnenkämpfen macht man genau dies, dass man diese beiden Tiere dann in ein sehr, sehr eng bemessenes Habitat in die sogenannte Arena reinsteckt, und was man jetzt hier dem schwächeren Hahn damit nimmt, ist die Möglichkeit zu fliehen. Und das führt dann eben dazu, dass eben die beiden so lange kämpfen müssen, weil ihr Verhaltensprogramm sie dazu treibt, bis wirklich einer der beiden Hähne tot ist. Ja. So. Okay, was nun so als kleines veranschaulichendes Beispiel. Und jetzt gucken wir uns mal das nächste an, was im Laufe der Evolution entstanden ist, und das ist das limbische System. Das limbische System war eine echte evolutive Innovation, eine Neuerung, die was ganz Neues möglich gemacht hat, nämlich dass Solitäre, die früher alleine gelebt haben, dass die jetzt zusammenleben können und also Gruppen bilden können, so als Rudel oder als Horde beieinander bleiben können. Schauen wir uns ganz kurz an, warum das evolutiv sinnvoll und notwendig vielleicht sogar war, so etwas zu entwickeln. Ja, also nur ganz kurz. Die Evolution entwickelt sowas nicht, weil sie eingesehen hat, dass es notwendig ist, sondern die Evolution findet passiv statt. Ja? Da entwickelt sich zufällig was, und die Selektion sorgt dann dafür, dass bestimmte Mechanismen oder Strukturen erhalten bleiben oder auch wieder verfallen. Ja? Aber es ist nicht so, dass da irgendjemand sitzt und dann absichtsvoll so Evolution betreibt. Davon distanzieren wir uns heute sehr, sehr stark. Ja, also da bitte nicht missverstehen. Okay, also, das limbische System ermöglicht also Kooperation. Was genau ist das eigentlich und wo kommt das her? Wir müssen verstehen, dass dadurch, dass die Lebewesen im Laufe der Evolution immer komplexer wurden, kam es auch immer häufiger vor, dass die Entwicklungszeit, also bis ein Individuum wirklich erwachsen wird und alleine für sich sorgen kann,
diese Zeitphase am Anfang des Lebens gut immer länger. Das heißt, die Individuen haben davon profitiert, wenn sie auch nach dem Schlüpfen, nach der Geburt, noch einen Zeitraum von den Eltern gepflegt wurden. Also das heißt, die werden gefüttert und die werden vor Beutegreifern und sowas geschützt. Ja. Und auf diese Art und Weise sorgen dann die Eltern dafür, dass der Nachwuchs eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Also das ist hier der evolutive Nutzen. Dieses Brutpflegeverhalten ist übrigens eins, das gerade beim Menschen auch übertragbar war und übertragen worden ist, eben auch auf ältere Mitglieder der Gruppe, die zwar keine Säuglinge mehr sind, aber die trotzdem schutzbedürftig sind. Jetzt kann man auch hier ganz kurz fragen, um das einmal zu adaptieren, wo ist jetzt eigentlich der Nutzen davon, dass eine Gesellschaft wie unsere, die die älteren Individuen auch noch in dieses Brutpflegeverhalten mit aufnimmt und die quasi auch nochmal beschützt. Das heißt, wir füttern die, wir beschützen die und so weiter und so fort. Ne? Wo ist da der Nutzen? Wenn man kurz drüber nachdenkt, fällt es einem, glaube ich, sofort ein. Ja, indem wir diese hier, ihr seht ja die nette Pflegerin und die süße Oma hier, ne? Indem die Pflegerin jetzt diese weise, also weiße, weise ältere Frau quasi in der Population hält und sie beschützt, ja, dadurch hält sie ja nicht nur das Individuum in der Gruppe, sondern eben auch den sehr, sehr ausgeprägten, weil über einen langen Zeitraum gesammelten Erfahrungsschatz dieses Individuums. Das heißt, diese ganze kulturelle Kompetenz, die bleibt hier über dieses ältere Individuum in der Gruppe erhalten, ja, und steht damit quasi allen Mitgliedern der Population zur Verfügung. Ja. Also man sieht, es ist von so her gedacht auch sehr, sehr sinnvoll, aus evolutiver Sicht auch die Älteren an der Population zu schützen, sofern sie für die Gruppe noch irgendwie einen Nutzen haben. Ne? Okay. In Ordnung, gut. Kleines Gimmick, was ich auch noch kurz ansprechen möchte, was die Kooperation jetzt auch noch möglich gemacht hat. Also dadurch, dass das limbische System jetzt es ermöglicht, dass aus solitären Gruppen Lebewesen werden, also Rudel Tiere werden, ja, wird noch was anderes möglich, denn so die Aufgaben des Alltags, die ja ständig anfallen, die können jetzt dauerhaft an bestimmte Mitglieder innerhalb dieser Population verteilt werden. Ja. Und es gibt dann beispielsweise den Leitwolf oder bei den Menschen gibt es dann eben den Jäger und dann gibt es den Medizinmann und dann gibt es und Tralala und so. Ne. Das heißt, wir haben eine Spezialisierung und diese Spezialisierung sorgt dafür, dass diese Spezialisten eben in ihrem bestimmten Aufgabenbereich besonders effizient werden. So, wenn es die Effizienz des Einzelnen steigt, und das bei jedem der Fall ist, dann steigt auch insgesamt natürlich die Effizienz der Gruppe. Das heißt, die Überlebensmöglichkeiten, die steigen natürlich für die Population insgesamt sehr, sehr stark an. Das heißt, der Effizienzgewinn des Einzelnen ist ein Effizienzgewinn der Gruppe. Jeder profitiert davon. Das ist also eine Win-Win-Situation für das Individuum wie für die Population. Ich habe das hier oben in diesem Bild versucht auszudrücken. Dann kann man hier sehen, das ist so eine typische Arbeitsteilung. Also einer wird hier abgeseilt in diese Baugrube rein, einer sichert das Seil, einer hält die Zeichnung, einer telefoniert gerade. Und ja, ich finde das ganz nett. Hier oben, den kann man vielleicht erkennen, das ist der Trittbrettfahrer. Team heißt ja toll, ein anderer macht's als Abkürzung. Ja, also das ist auch so ein spieltheoretisches Phänomen. Der macht also gar nichts, sondern lässt andere eben für sich arbeiten und schmarotzt dann quasi. Also ein parasitäres Verhalten fast. Okay. Schauen wir uns ganz kurz an, was an Emotionen jetzt im limbischen System vorkommt, was neu ist und was im Reptiliengehirn nicht drin ist. Wir können sehen, dass wir eine ganze Palette an Emotionen haben, die völlig neu sind und die bei Schlangen und Krokodilen und sowas überhaupt nicht möglich ist. Also wer so ein älteres Säugetiergehirn, so ein limbisches System hat, der kann Mitgefühl empfinden, der hat einen Beschützerinstinkt, der kann sich in der Gruppe zugehörig fühlen. Der kann aber auch Einsamkeit fühlen, wenn er aus der Gruppe rausgedrängt wird und so weiter und so fort. Ja, es gibt da eine schöne Schilderung von Monty Roberts, von Pferden, die in der Prärie leben und wo dann der Leitings beispielsweise so ein freches Fohlen aus der Gruppe rausstößt und das Fohlen erlebt dann halt diese Einsamkeit und wünscht sich nichts sehnlicher als in die Gruppe zurückzudürfen, weil es da eben Schutz und Geborgenheit erlebt. Okay, also lassen wir es mal dabei auf sich bewenden. Schauen wir mal ganz kurz, was bedeutet das jetzt eigentlich? Gucken wir nochmal von oben drauf, können wir jetzt eigentlich ganz gut erkennen, dass wir hier zwei Gehirnstrukturen im gleichen Kopf haben, die eigentlich in der Arbeitsweise völlig gegeneinander ausgerichtet sind. Wir haben hier einmal das Reptiliengehirn, das sehr, sehr stark auf Konkurrenz ausgerichtet ist und das eigentlich völlig ablehnt, mit anderen zu kooperieren, sondern die versucht nur wegzubeißen und wegzudrängen, das ist das eine.
Dann haben wir hier aber die evolutive Neuerung des limbischen Systems, das genau das Gegenteil will. Also statt Konkurrenz jetzt Kooperation, alle sollen beieinander bleiben, das soll eine friedliche Lösung gefunden werden. Okay. Das ist genau das, was Faust sagt, wenn er meint, wenn er sagt, zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust, das ist dieser Wertekonflikt, wo man zwischen Ego und Gesellschaft irgendwie so einen Kompromiss und die Balance finden muss. Okay. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, was Konrad Lorenz denn dazu gesagt hat. Ja. Lorenz hat ja vom sogenannten Bösen gesprochen. Ne? Und jetzt gucken wir mal ganz kurz hier auf so einen Artikel bei getabstract.com, habe ich mir den rausgesucht, da gucken wir jetzt ganz kurz drauf. Lorenz sagt also, es gibt Aggression beim Menschen, das ist ein Kampftrieb, der sich auch vor allem gegen Artgenossen richtet. Ja, das passt zu dem, was wir gesagt haben. Es ist ein Wettbewerb, konkurrenzbasiert, um ein Revier und Weibchen, ja, wobei beim Revier ja klar ist, es geht um die Nahrungsressourcen, die im Revier vorhanden sind. Das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Ja. Lorenz sagt weiter, also das aggressive Verhalten auch gegen eigene Artgenossen ist also selbstverständlich und dient zur Erhaltung der Art. Aha, gut, also dadurch, dass wir uns gegenseitig ausdrängen und ausboten, soll gewährleistet werden, dass wir alle irgendwie, also dass die Art erhalten bleibt. Okay, da kann man jetzt eine ganz kurze Zäsur machen und sich überlegen, ist das jetzt eigentlich wirklich noch so, wie Herr Lorenz sagt? Man wird sofort drauf kommen, nein, das ist nicht so, also zumindest nicht mehr beim Menschen. Denn man muss bedenken, alte Verhaltensprogramme mit neuer Technik, die den Menschen heute zur Verfügung steht, das ist keine gesunde Mischung, denn wenn man einfach so ein Konkurrenzverhalten kombiniert, beispielsweise mit Kernwaffen, kann man sich vorstellen, was dabei rauskommt, nämlich eben nicht die Erhaltung der Art, sondern genau das Gegenteil, nämlich die Vernichtung der Art. Hier hat sich Lorenz also ganz massiv geirrt, das können wir so auf gar keinen Fall unterschreiben. Ne? Also, das ist eine ganz alte Perspektive und die ignoriert eben, dass der Mensch jetzt eben auch einen Neokortex dazu bekommen hat, wodurch ihm Waffen zur Verfügung stehen, die diese alten Verhaltensprogramme eben umso gefährlicher machen, weil die hier eine ganz andere Kraft und Wirksamkeit entfalten können. Okay, also die Aggression dient jetzt eben nicht mehr zum Erhalt der Art, sondern die ist jetzt ambivalent. Sie kann nämlich auch die ganze Art und noch weit darüber hinaus vernichten. Okay, lesen wir mal kurz weiter. Also Lorenz sagt, durch die Aggression wird der Lebensraum so verteilt, dass jeder ein Auskommen findet. Ja, das passt auch. Wenn man gesagt, die beiden stoßen aufeinander, diese Solitäre, und eben der Schwächere verdrängt, dann muss ich ein neues Habitat suchen, wo er dann wieder klarkommt. Und der Alte, der das alte Habitat behalten darf, der hat dann auch wieder genug, sodass er auch selbst überleben kann. Das geht so lange gut, wie noch Habitate natürlich da sind, die noch neu erobert werden können. Wenn die alle erobert sind, geht das natürlich nicht mehr. Ja, das hat Lorenz hier so, glaube ich, auch nicht ausformuliert. Muss man im Kopf haben. Dann schreibt Lorenz weiter, das ist typisch bei einzelgängerisch lebenden Tieren. Haben wir auch gesagt, weil das sind die Solitäre. Na? Dann sagt Lorenz weiter, im Sinne der bestmöglichen Haltung der Art kommen bei der Zeugung der Nachkommenschaft nur die stärksten Männchen zum Zuge. Also da muss man Lorenz auch ein bisschen weit revidieren und sagen, Moment mal Lorenz, da ignorierst du so ein paar Fakten, die stärksten Männchen. Wenn das so wäre, dann, man muss es anders sagen, das ist nicht das, was wir beobachten können, dass nur die stärksten Männchen zum Zuge kommen, sondern die Partnerwahl der Weibchen fällt ja ganz anders aus, denn was hilft einem Weibchen beispielsweise, einem Partner, der sehr, sehr stark ist, aber zu einem solchen Ausmaß von Aggressivität neigt, dass der Nachwuchs eben gefährdet ist, der vielleicht auch keine Reputation hat im sozialen Kontext hier, der vielleicht unfähig ist, Geld zu verdienen und ähnliches. Das heißt, für Frauen werden hier viele Faktoren wirksam. Die gucken eben nicht nur auf die Muskelmasse, sondern schauen insgesamt, ist das ein Partner, der geeignet ist, mit mir zusammen erfolgreich Nachwuchs hervorzubringen. Ja? Also da ist es eben nicht nur die Stärke, die Körperkraft, das ist Unsinn, was der Lorenz hier erzählt. So. Manchmal jedenfalls nur die geeignetsten Weibchen. Also auch das muss man wieder revidieren und sagen, also Herr Lorenz, das stimmt so auch nicht. Es werden nicht nur die geeignetsten Weibchen genommen, sondern die Männchen nehmen in der Regel die Weibchen, die sie kriegen können. Ja. Das hat was mit sozialer Selektion zu tun. Ja. Also man sucht sich was in seiner Preisklasse, habe ich mal von einem Bekannten gehört. Ja, das mag sein. Ja. Gut, okay. Dann kommt noch ein Satz, über den man, glaube ich, streiten muss mit Herrn Lorenz. Aggression dient hier der Auswahl der Besten.
Nein, das hat Darwin so auch nicht gesagt. Es geht nicht um ein Auswählen der Besten, sondern Darwin spricht ausdrücklich vom Survival of the Fittest. Und Fittest meint hier der Bestangepasste. Also es kommt derjenige zum Zuge, der die beste Kombination an Eigenschaften hat, die hier in diesem Habitat, in dieser Lebenssituation tatsächlich die beste Mischung aus, darstellt, also auswirft. Also den optimalen Kompromiss aus einander sich widerstrebenden Eigenschaften auch darstellt. Ne? Nur mal ganz kurz, der Neandertaler war viel muskulöser als wir, ja, die fragilen Homo-Exemplare, aber eben weil der Neandertaler so muskulös war, hatte er einen hohen Grundumsatz. Das könnte dazu geführt haben, dass er im Laufe der Evolution dann, als Eis dann und ähnliches dann Nahrungsknappheit verursacht haben, dass er dann eben mit seinem hohen Grundumsatz einfach nicht mehr überlebensfähig war. Ne? Also von daher, das mit dem Stärksten und so, das ist alles viel zu stark runtergebrochen, das passt so nicht. Das ist zu simpel gedacht. Okay. So, und dann habe ich hier noch einen Satz. Die Nachkommenschaft wird ebenfalls äußerst aggressiv beschützt, was ebenfalls der Erhaltung der Art dient. Nein, das muss man auch ausradieren, zumindest soweit es den Menschen betrifft, denn ein aggressives Beschützen der eigenen Nachkommenschaft. Auch hier, neue Techniken verbunden mit alten Verhaltensmustern sind auch hier äußerst destruktiv und die können durchaus dazu führen, dass hier tatsächlich lebensbedrohliche Situationen entstehen, die dann eben auch auf die eigene Nachkommenschaft halten, weil sich solche Effekte von Rache oder sowas, die können sich auch aufschaukeln und dann zu ganz furchtbaren Effekten führen. Das ist aber auch ein spieltheoretisches Problem, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ob das dann in diesem menschlichen, kulturell, technologischen Kontext noch wirklich dann Arterhaltung erzeugt oder vielleicht eher Art Vernichtung, darüber kann man, glaube ich, trefflich diskutieren. Gut, okay, gucken wir uns mal ganz kurz an, was wir jetzt in diesem Video geklärt haben. Also wir haben uns jetzt ganz kurz angeschaut, welche Verhaltensprogramme im menschlichen Gehirn abgelegt sind. Wir haben gesehen, dass die schon untereinander konfliktträchtig sind, weil sie in völlig verschiedene Richtungen weisen. Also der Mensch in sich schon aufgrund seiner Biologie widersprüchliche Verhaltensprogramme in sich trägt und damit konfliktbeladen ist. Und wir haben gesehen, dass Konrad Lorenz hier mit seiner Aggressivitätstheorie zwar so grundsätzlich eine relativ kluge Einsicht hat, für den Menschen, der jetzt in einem kulturell-technologischen Umfeld steckt, das so nicht mehr gilt. Für uns wäre jetzt noch wichtig, kurz drauf zu schauen und zu verstehen, okay, wenn wir diese reptiloiden Verhaltensprogramme nicht löschen können, dann kann Erziehung ja eigentlich nur darauf abzielen, dass wir diese Reptilienhirnprogramme, wenn schon nicht löschen, dann wenigstens unterdrücken. Das heißt, Kevin muss eben lernen, dass wenn Chantal ihm nicht das Auto gibt, dass er die Chantal dann eben nicht umbringt oder ihr auf die Nase haut, sondern dass er einen kooperativen Weg findet, um mit Chantal zusammen dieses Auto und dass die beiden sich streiten, dann zu teilen. Okay, Chantal, du bist es die ersten 5 Minuten und danach bin ich mal dran und dann tauschen wir. Also das Gebot der Stunde muss Kooperation sein und eben nicht eine Verherrlichung der Konkurrenz oder sowas. Das finde ich eine völlig absurde und auch höchst gefährliche Idee. Sondern unsere das Schicksal der Menschheit muss wahrscheinlich nicht, so wie Konrad Lorenz das beschrieben hat, darin bestehen, dass wir die Konkurrenz weiter hochhalten, sondern wir müssen eher darauf achten, dass wir die Konkurrenz als das betrachten, was sie ist, nicht ein hochgefährliches Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Und unsere Aufgabe besteht darin, Kooperationen beizubehalten und sie zu kombinieren mit möglichst intelligenten Lösungen, wie wir die Kooperation weiterführen können, um eben nicht wieder zurückzufallen in Konkurrenz. So, also das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, das war für euch jetzt irgendwie nützlich und hilfreich. Wenn ja, würde mich das freuen. Nur ganz kurz, wenn ihr gerne möchtet, dass wir weiterhin, also ihr und ich, dass wir kooperieren, würde ich euch vorschlagen, dass ihr jetzt ganz kurz diesen Abonnieren-Knopf drückt. Ja? Und wenn die Kooperation bis jetzt für euch erfolgreich war, dann wäre es vielleicht auch ganz clever, einmal kurz die Glocke zu aktivieren. Dann kriegt ihr nämlich immer dann, wenn ich was für euch rausgearbeitet habe, so eine kleine Nachricht von YouTube und dann könnt ihr direkt wieder reinschauen. Und wenn ihr das gleich erfolgreich getan habt, dann ja, freue ich mich einfach darauf, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen dazu habt, was ich hier gesagt habe, oder vielleicht auch bestimmte Sachen anders seht, dann schreibt es gerne runter in die Kommentare. Ich lese die grundsätzlich und freue mich immer darüber, wenn ich da was Kluges oder auch was Kritisches lese. Entschuldigung für den Ton, der ist nicht der allerbeste. Das klingt immer so ein bisschen vernäselt, dieses Mikrofon. Ich spreche nicht so, die Nase ist nicht zu oder so, sondern das ist wirklich das Mikrofon. Ich hoffe, dass es trotzdem erträglich war. So, dann viel Erfolg mit diesem Material hier und weiterhin auch viel Erfolg insgesamt im Abitur und vielleicht auch später.